50 Sekunden habe. Wir streiten darüber, ob ich der Schnellste... Ich bin in... Na gut, lauf. Tja, wenn mein schlimmes Bein... Okay, dann probieren wir es nochmal. Gucken wir mal, ob wir es diesmal schaffen. Aber ich merke gerade, ich drücke gar nicht laufen. Das schaffe ich nicht. Okay, nochmal von vorne. Ich bin der Schnellste. Ihr wart nicht mal... Der Arroganteste seid ihr schon wieder. Na gut, lauf. Jetzt aber fix. Aus dem Weg, Leute. Hier komme ich. Ich muss es diesmal schaffen. Nein. Nicht hängen bleiben. Damit. Jetzt hoffe ich, dass es überhaupt gezählt hat. Weil ich nur aus dem Weg, Mädchen. Oh Gott. Niemals nicht. Das ist. Habe ich es geschafft? Oh, ich habe es geschafft. Okay, ich habe es so schnell weggedrückt. Scheiße. Egal. Hauptsache, ich habe es geschafft. Das hat's euch gezeigt, was? Ja, ja. Hier liegt Delphe, einst der mächtigste Zauberin. Einst die mächtigste Zauberin Albeons. Obwohl sie den größten Teil ihres Lebens eigennützig und mit den Quälen anderer verbrachte, bereute sie später und gab ihre verheerendsten Kräfte zum Wohl der Gilde auf. Naja. Okay, was ist denn eigentlich jetzt unser Ziel? Was war denn das? Zum Kampfplatz oder irgendwie sowas, ne? Also ich merke, es hakt ein bisschen. Es hakt ein bisschen beim Kameraschwenken. Ach, da steht er ja, oder? Wie ich sehe, konntet ihr euch von eurem Kissen trennen. Hierher, Freundchen. Also dann, es ist Zeit, dass wir herausfinden, was in euch steckt. Steigt in den Ring. Ich will, dass ihr die Attrappe so heftig angreift, wie ihr könnt. Macht weiter, bis ich aufhören sage. LT anvisieren und dann X. Sehr viel habt ihr ja nicht gerade ausgerichtet, was? Hier, versucht es damit. Einen Shotdog. Ja, damit. Ah, so ist es schon besser. Eliminiert ihr einen Feind wie die Attrappe hier, lässt ihr eine Erfahrungskugel fallen. Diese Kugeln enthalten das Wissen, das ihr durch das Töten der Kreatur erhaltet. Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Kugeln einsammelt, denn sonst lernt ihr nichts. Jetzt hebt sie auf. Gut gemacht, Junge. Nun denn, morgen werden wir... Das ist der Alarm der Gilde. Hört sich an, als wäre im Wald irgendwas im Busch. Das ist eine gute Gelegenheit, um euren Geist zu testen. Ich warte am Eingang zum Gildenwald auf euch, während ihr euch mit dem Problem befasst. Wenn ihr fertig seid, reden wir über den Beginn eures Trainings. Alles klar, Opi. Ihr habt eine neue Quest begonnen und euer Inventar eine Questkarte hinzugefügt. Ihr könnt euch durch Drücken von Pfeiltaste jederzeit Einzelheiten über eure aktuelle Ziele ansehen. Okay, also auf diesem Controller Xbox One gibt es diese Taste nicht. Benutze die Markierung auf eurer Karte, um euch durch die Quest leiten zu lassen. Regionen, Ausgangspfeile weisen den Weg zu eurem nächsten Ziel. Okay. Mit L oder Steuerkreuz durchblättert ihr das Inventar. Mit A wählt ihr eine Option aus. Mit B gelangt ihr zurück zum vorherigen Menü. Mit Pfeiltaste kehrt ihr jederzeit ins Spiel zurück. Okay. Also es ist dieser Share-Button. Glaube ich, nennt man den auf Controller. Ich weiß es nicht. Diese zwei Vierecke ineinander auf der linken Seite ist der richtige Budden. Budden. Irgendwo war da noch ein Appel. Ja. Ein Appel.
So, hör damit. Ein Kochapfel. Da liegen wohl mehrere rum. Okay. Jetzt weiß ich aber nicht, soll ich mich erst hier nochmal genauer umsehen? Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal nochmal. Bevor ich jetzt hier die nächste Quest angehe. Ich meine, das ist ja alles jetzt noch Tutorial, aber vielleicht liegt ja hier schon was rum, was ich öffnen kann. Wobei, ich habe, glaube ich, auch noch gar keinen Schlüssel und sowas, ne? Ich finde es schade, dass es so ein bisschen abgehakt ist. Hör zu, könnt ihr mir aushelfen? Ende der Woche muss ich dem Gildenmeister einen Apfelkuchen backen. Mhm. Aber ich finde keine roten Äpfel mehr. Ich brauche nur noch 4 mehr. Wenn ihr genügend findet, bringt sie bitte her. Ich belohne euch dann. Müsste ich eigentlich haben. Danke. Recht herzlichen Dank. Der Gildenmeister bekommt seinen Kuchen. Wunderbar. Hier, bitte nehmt das. Dankeschön. Ein Blaubeerkuchen. Können wir auch Schränke aufmachen? Ich weiß es nicht mehr. Wenn man Behälter durchsucht, kann man nützliche Gegenstände finden. Aber Vorsicht, wenn ihr vorhabt, in einem Haus zu stehlen. Okay. Recht herzlichen Dank, oh Held. Ja, kein Problem. No problema. Sehr gut. Okay, was wird mir denn da noch grün angezeigt? Ist das da drin? Sieht so aus, ne? Hallo? Hallo? Nee? Vielleicht eins oben drüber? Wenn man hoch kann? Ja, hier kann man hoch. Die Länge der Reise ist egal. Das Orakel muss beschützt werden. Wieso seid ihr so sicher? Wir brauchen euch vielleicht. Wer weiß, was alles auf uns zukommt. Die Zeichen sind zu stark, um sie zu ignorieren. Und die nördliche Einöde war zu lange von der Gilde isoliert. Dort kann ich viel erfahren. Hoffentlich denkt niemand, dass ihr vor einem Kampf flieht, um dem Tod erneut zu entrinnen. Ihr wisst ja, wie die Leute reden. Das ist mir gleichgültig. Möge der Tod euch verschonen, Mace. Worauf wartet ihr denn noch? Kommt herein! Das war Schnitter. Er war einst ein großer Held, als er noch Fleisch auf den Rippen und Blut in den Adern hatte. Jetzt ist er nur noch eine leere Hülle. Was versteht er schon von den Dingen, die wir entscheiden und tun müssen? Tja. Das weiß ich leider auch nicht. Eine Geschichte der Gilde. Okay, kann man das auch lesen? Man kann. Zusammenfassen. Zusammenfassung? Hä? Dann ist das die Zusammenfassung. Okay, kann man auch blättern? Ich habe keine Ahnung. Messercheck. Keiner kennt ihn und doch kennen ihn alle. Es heißt, er sei so alt wie das Alte Reich und dennoch habe er die Stärke von 10 Helden. Manche behaupten, er sei nicht aus dieser Welt und käme nur zu uns, weil Tod und Zerstörung ihn erfreuten. Einige sagten auch, er sei nur eine Legende und die Maske hätte im Lauf der Jahrhunderte dutzende Gesichter verborgen, die sich alle als Messercheck ausgaben. Was auch immer er ist, nach wie vor beherrscht er die meisten Geschichten und Albträume und wird sogar von der Gilde gefürchtet. Okay, ich weiß nicht, ob ich das alles hier lesen soll, wenn ich ein Buch finde. Aber ich glaube, nützlich wäre es schon, weil da sind auch Hinweise, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich meine, vielleicht sind die Texte ja generell nicht so lang. Es ist, wie gesagt, schon lange her, dass ich generell Fable gespielt habe. Ich habe das nur geschafft. Ich siege doch immer bei Gilde-Wettkämpfen.
Okay, dann gehen wir mal zu unserem Lehrmeister. Und gucken mal, was da los ist. Ihr habt nicht allen Käfern den Garaus gemacht. Käfern? Ihr könnt kein Heldentraining absolvieren, wenn ihr die paar Insekten nicht schafft. Was für Insekten? Okay. Wollte er mir sagen, geh schon mal in den Wald? Er hat doch gesagt, er trifft mich dort vorm Tor. Kapiere ich nicht. Na gut, egal. Dann gucken wir mal nach Käfern. Da sind sie doch. Die hören sich aber eklig an. Ich hasse diese Geräusche von Schnaken. Oder Mücken, Stechmücken. Bei uns im Dialekt heißt es Erschnog. Erschnog. Komm her. Ich krieg Gänsehaut her. Belohnung. Okay. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Irgendwas? Eine Kiste? Ein Apfel? Irgendetwas, was wir gebrauchen können? Ich weiß gar nicht mehr. Konnte der auch springen? Ich glaube nicht, ne? Springen kann der nicht. Na gut, vielleicht lernt das noch. Ich weiß es echt nicht mehr. Wie gesagt, mein altes Hirn kann sich an die Sache nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gehen wir zurück. Hier scheint nichts mehr zu sein. Gehen wir zurück zur Heldengilde. Mal gucken, was die nächste Aufgabe ist. Kauft euch einen Spitznamen mit einem Titelhändler. Ah ja. Gut gemacht, Junge. Diese Käfer können eine echte Plage sein. Hier, ich glaube, dafür habt ihr euch ein bisschen Taschengeld verdient. Oh ja, Supi. Dankeschön. Wenn ihr mehr Gold wollt, wendet euch an die Diener. Sie könnten sicher Hilfe brauchen. Mhm. Ihr könnt jetzt die Gilde erkunden. Es sei denn, ihr seid bereit, euer Training fortzusetzen. Ja, ich glaube ja. Letzteres. Möchtet ihr eure Kindheit hinter euch lassen und das Lehrlingstraining beginnen? Will ich meine Kindheit hinter mir lassen? Eigentlich ja, oder? Ja. Die Gilde war jetzt das Leben des Jungen. Immer noch brannten die Flammen von Orgwell in seinen Gedanken. Aber bald dachte er nur noch an sein Training. Und mit jedem Jahr, das verstrich, wurde er stärker und beweglicher. Seine Tage waren angefüllt mit harten Übungen. Nachts studierte er in der Bücherei. Schließlich war er bereit, Gildelehrling zu werden, wie Mace es vorgesehen hatte. Jetzt sollte die wirkliche Ausbildung beginnen. Raus aus dem Bett schlafen. Wir sollten uns auf der anderen Seite des Flusses mit dem Gildenmeister treffen. Das war schon vor einer Stunde. Los doch, Beeilung, wer zuerst da ist. Drücke zum Rennen A und halte sie gedrückt, während euer Held sich bewegt. Naja, das habe ich schon rausgefunden. Gründon, Tätowierung. Ah ja, genau, man konnte sich auch Tätowierungen machen. Stimmt, ihr habt eine Tätowierungskarte gefunden. Bringt sie einem Tätowierer und verwandelt euren Körper in eine wandelnde Kunstgalerie oder in ein Gruselkabinett. Mhm. Nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Eine große Liebe. Ralf war ein Held, der tapfer und gut kämpfte. Doch sein Gesicht trug die Narben der Schlacht und ganz ehrlich, keine Frau mochte ihn ansehen.
In seiner Verzweiflung beraubte er die alten Handelsbarone des Greatwoods und erwarb ein Haus sowie jede Menge Geschenke, die er freigebig verteilte. Jetzt lagen ihm die Frauen zu Füßen und schließlich erkor er eine besondere Hübsche, die er heiraten wollte. Erst zu spät erkannte er, dass der Typ von Frau, der von Geschenken und Häusern angezogen wird, zu oberflächlich ist, um eine gute Braut abzugeben. Also schlug Ralf ihr den hübschen Kopf ab und schwenkte ihn triumphierend durch die Luft. Damit war der Begriff Trophäengattin geboren. Interessante Geschichte. Also Mädels, nehmt euch in Acht. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr zu gierig seid, Kopf ab. Dritte Haikus des Baden Miko. Okay, ich wollte es eigentlich lesen. Hab's weggedrückt. Ups. Egal. Können wir hier was machen? Nee, wir sind einfach nur Betten. Okay. Ich mag die Hintergrundmusik. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Halo, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser Männerchor. Okay, wo muss ich hin? Raus muss ich. Raus! Da geht's raus. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Nein. Okay. Lebt wohl, Alfie der Wirt. Es ist aber nichts Grünes hier angezeigt. Also werde ich wohl hier nichts tun können. Moin. Hallöle. Wo ist mein Kumpel? Hier. Schon wieder zu spät. Ja. Ihr kommt wohl nicht aus den Federn, Junge. Nicht wirklich. Den alten Stock braucht ihr nicht mehr. Ab jetzt trainieren wir mit echten Waffen. Sehr schön. Gewöhnt euch an das Gewicht des Schwerts. Mal sehen, ob ihr Whisper treffen könnt. Also kommt. Mal sehen, was ihr könnt, Bauerntölpel. Bauerntölpel? Ich geb dir gleich Bauerntölpel, Mädchen. Wie kann man denn blocken? Wie konnte das denn durchgehen? Los doch, Jungchen, landet einen Treffer. Ich warte. Los doch, lausiges Landei. Los doch, Jungchen. Landet einen Treffer. Wie konnte das denn durchgehen? Und jetzt passt auf. Was ich euch jetzt beibringen werde, könnte euch eines Tages das Leben retten. Das Leben eines Helden ist sehr gefährlich. Und ihr müsst lernen, die Angriffe eurer Feinde abzuwehren, wenn ihr lange am Leben bleiben wollt. Whisper wird versuchen zu treffen, aber ihr könnt Angriffe mit eurem Schwert ablocken. Nicht alle Angriffe können abgeblockt werden, aber ihr solltet mit allem klarkommen, was Whisper sich für euch ausdenkt. RB, um abzublocken. Beim Ablocken könnt ihr den gegnerischen Angriff mit L aus dem Weg rollen. Muss ich zurück angreifen? Angriffe dürfen nicht durchkommen, Junge. Ach so. Ich muss einfach nur blocken, oder was? Wie habt ihr das gestoppt? Gut. Mal sehen, ob ihr Angriff und Verteidigung miteinander verbinden könnt. Ja, habe ich ja gerade schon. Ah, hallo Donner. Ihr wollt sehen, welche Fortschritte eure Schwester macht, stimmt's? Könnte man sagen. Whisper erzählte, dass ihr sie mit einem Bauerntölpel trainieren lasst. Mace meint, dass der Junge großes Potenzial hat. Genug, um mit Whisper Schritt zu halten? Ha. Sehen wir uns das mal an. Whisper und der Junge arbeiten gerade an ihren Nahkampffertigkeiten. Also, Kinder, sehen wir mal, wer beim Training das meiste gelernt hat.
Dies ist ein Duell ohne Regeln. Genau wie bei eurer abschließenden Nahkampfprüfung. Macht euch bereit. No problema. Jedes Mal könnt ihr... Na komm, greif mich an. Na komm. Komm. Trau dich. Das ist total falsch, Whisper. Du musst mehr trainieren. Wie schade, dass du mich nicht in der Arena kämpfen gesehen hast. Du hättest noch was lernen können. Trainiere weiter, wenn du auch eines Tages da kämpfen möchtest. Ich hätte ihn besiegt, hättest du uns nicht getrennt. Wir sind auch so schon knapp an Helden. Da müsst ihr beide euch nicht auch noch beim Training auseinandernehmen. Sprecht mit mir, um zum nächsten Trainingsabschnitt zu gelangen. Ich bin beim Bogenschießstand. Oh, noch was zu eurer Nahkampfleistung heute. Ausgezeichnet. Kämpft im Nahkampfexamen so und ihr habt gute Chancen. Wir treffen uns beim Bogenschießstand zum weiteren Training. Alles klar. Seid ihr bereit für das Bogentraining? Setzen wir unser Training mit dem Bogen fort. Versucht zunächst, die drei feststehenden Ziele zu treffen. Gebt euch Mühe dabei. Je weiter ihr die Bogensehne spannt, desto mehr Schaden richtet ihr an. Achtet darauf, dass ihr den Kreis nicht verlasst. Y, um den Bogen zu ziehen, wie beim Nahkampf, mit LT anvisieren. Drückt und haltet die Geduld, um zu spannen, lasst los, um zu schießen. Na gut. Gut gemacht. Ihr habt alle Ziele getroffen. Leider halten die meisten Feinde nicht still. Daher sollten wir mal sehen, wie gut ihr bei beweglichen Zielen seid. Ihr habt eine Minute, um so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Das vordere Ziel ist einen Punkt wert, das mittlere 3 Punkte und das ganz hinten bringt 9 Punkte ein. Und denkt daran, je weiter ihr die Bogensehne spannt, desto mehr Schaden richtet der Schuss an. Größerer Schaden bedeutet mehr Punkte, aber ihr müsst Kraft, Feuerrate und Zielgenauigkeit ausbalancieren. Sehen wir mal, wie gut ihr seid. Los doch, Jungchen, raus mit dem Bogen! Ein guter Treffer. Ja, wie kann ich denn den anderen Scheiß anvisieren? Oh, Gildenmeister! Lässt die junge Mina zur Ausbildung? Sieh mal an, sehr alte Gildenmeister. Ach, ich treffe das doch gar nicht. Ich hier auch. Vielleicht so? Nee. Wie kann ich denn... Ach so. Okay. Alles klar. Nicht. Nicht sonderlich gut. Nee. Ihr braucht mehr. Ja. Ich habe aber eh nicht vor, mit dem Bogen großartig rumzumachen. Als nächstes lernen wir die Willenskraft kennen. Sprecht mit mir, wenn ihr euer Training fortsetzen möchtet. Ich bin auf der Insel bei den Wasserfällen. Sehr schön. Okay. Wo sind die Wasserfälle? Möchten irgendwelche Lehrlinge den Nahkampf üben? Es ist der letzte Tag. Daher zählt dieser Nahkampf gegen Whisper. Also dann. Whisper und ihr geht in den Ring. Dieselben Regeln wie zuvor. Ich habe einen besonderen Preis für euch, wenn ihr eine 1+ schafft. Na gut.
konnte da... Was ist denn eine 1 plus? Wie konnte das denn durchgehen? Gut, gut, das reicht jetzt. Das war beeindruckend. Whisper sollte sich schämen. 1 plus. Für diese Note bekommt ihr von mir eine neue Waffe. Mhm. Sehr schön. Ihr habt es Whisper echt gezeigt. Na sicher doch. Okay. Möchten Lehrlinge im Bogenschießen benotet werden? Ja, wahrscheinlich schon. Der Gildenmeister bat mich, alle Bogenschützen zu benoten. Wenn ihr eine 1 plus bekommt, erhaltet ihr einen besonderen Preis. Ihr habt eine Minute Zeit ab eurem ersten Schuss. Ich treffe diese mittlere Puppe nicht, ne? Mann. Gezeichnete Kraft. Oh, ihr habt einen neuen Rekord. Das war prima. Es ist gut genug für eine 2. Mhm. Vergesst nicht, ihr könnt wiederkommen und eine 1 plus versuchen. Der das war doch keine 2, willst du mich verarschen? Alle Bogenschützen zu benoten. Wenn ihr eine 1... Ihr habt ein... Okay. Ich will den hinteren treffen, Mann. Okay. Ich weiß nicht, welche Position ich hier einnehmen muss, um es perfekt zu treffen. Ausgezeichnete Kraft. Vergesst nicht, ihr könnt wiederkommen und eine 1 plus versuchen. Vergesst nicht, ihr könnt wiederkommen und eine 1 plus versuchen. Vergesst nicht, ihr könnt wiederkommen und eine 1 plus versuchen. Naja, das habe ich schon kapiert. Aber es ist halt scheiße, man kann den Bogen nicht selber hin und her bewegen, ne? Also der macht das automatisch. Das ist halt scheiße. Vergesst nicht, ihr könnt wiederkommen und eine 1 plus versuchen. Naja, ist gut. Okay, was haben wir noch? Da drüben ist noch was Grünes. Oh, diese elenden Vögel. Kann nicht mal jemand helfen, sie loszuwerden? Ich brauche jemanden, der den bei der Gilde nistenden Spatzen den Garaus macht. Dieses ekelhafte Ungeziefer. Okay, ihr wollt jetzt, dass ich die Vögel abschieße? Diese elenden Sperlinge versauen die ganze Gilde. Seht sie euch nur an. Ich zahle 5 Gold für jedes erlegte Tier. Kommt einfach zu mir, wenn ihr wieder eine erwischt habt. Okay. Wie viel gibt's denn insgesamt?
Das ist genau das, was ich meine. Der schießt jetzt hier oder zielt jetzt auf den Typen. Aber ich will auf den Vogel hier. Ja, ich mach dir nichts, keine Sorge. Schon welche von den Typen gehimmelt? Nee, nicht wirklich. Ich treffe den nicht mal. Super. Gott sei Dank hat man unendlich Pfeile. Gibt's doch nicht, oder? Muss ich weiter weg? Noch weiter weg? Noch schon welche weit von weg? Den Typen gehimmelt? Noch weiter weg? Ey, ihr wollt mich doch verarschen hier, oder? Ich treff das nicht. Das ist doch echt ein Witz. Schon welche von den Typen gehimmelt? Nee. Gibt's da irgendeinen Trick, den ich nicht kenne? Ich habe keine Ahnung. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. So auch nicht. Ach ja. So eine Kacke. Jetzt habe ich hier so viel Zeit vertrödelt. Na gut. Stecke ich dann die Waffe wieder weg? Aggressives Verhalten wird in der Gilde bleibt nicht geduldet. Noch mehr. Ja, schon sofort damit auf. Das war ein Missverständnis. Jetzt lernt ihr etwas über die Willenskraft. Wir beginnen damit, diese Strohattrappen mit Blitzen anzugreifen. Gut, mal sehen, wie gut ihr das beherrscht. Okay, RT und B. Ja, B. Ich drücke B. Da tut sich nichts. Genau. Mal sehen, wie viele ihr in einer halben Minute trefft. Greift nur Attrappen an, die mit dem Gesicht zur Mitte der Insel stehen. Na toll. Trefft ihr sie in den Rücken, bekommt ihr keine Punkte und verschwendet nur kostbares Mana. Der Einsatz eurer Willenskraft verbraucht Mana und es dauert, bis es wieder aufgefüllt ist. Na gut, let's try this. Wo sehe ich denn meinen Mana? Magie sehr gut eingesetzt. Gut gemacht.
Na, wenn es beim Bogen nicht klappt, muss er wenigstens das klappen. Sehr gut, Junge. Ihr habt die drei Heldendisziplinen gelernt. Wenn ihr bereit seid, können wir jetzt zu eurem letzten Test kommen. Oder aber ihr erkundet die Gilde noch etwas mehr. Ich glaube, Whisper geht gerade in den Gildenwald, falls ihr sie begleiten wollt. Okay, möchtet ihr mit der nächsten Stufe eures Trainings fortfahren und noch erwachsen werden? Oder wollt ihr zuerst mit Whisper spielen? Ja, ich will erst spielen. Na gut, ich bin im Kartenraum, wenn ihr bereit seid. Alles klar. Gut. Und hier kann man auch eine gute Note bekommen. Sieht nicht so aus, ne? Ja, gut. Lasst mich zum Willenskraftbereich und ich benote euch. Ah ja. Dann geh bitte. Ihr habt es Whisper echt gezeigt. Ich finde, das Gesicht ist halt ein bisschen zu groß geraten. Also nicht hier in dieser Perspektive, sondern wenn halt diese Gespräche kommen, da ist das wirklich das Gesicht überdimensional groß, würde ich schon sagen. Also es ist schon heftig, ja. Brauchen Lehrlinge Willenskrafttraining? Ja. Ihr habt 30 Sekunden nach dem ersten Wirken eines Blitzes, um so viele Ziele wie möglich zu treffen. Wisst ihr, es gibt einen speziellen Preis für 1+Schüler. Das hoffe ich doch. Der Gildenmeister befahl, die Gegenstände den Besten der Willenskraftprüfungen zu geben. Okay, Willenskrafttrank. Her damit. Wiederbelebungsfiole. Ich habe noch keinen besseren als euch gesehen. Dankeschön. Wie gesagt, wenn ich schon im Bogenschießen so eine Lusche bin, dann muss es wenigstens bei der Magie klappen. So, jetzt gehen wir noch schnell zu Whisper. Ahoi. Los, Lady. Gehen wir Käfer jagen. Ich folge euch in den Wald. Gut, come on. Sehr, sehr gut. Vielleicht gibt es da auch noch irgendein kleines Geschenk. Das Käfernest ist ganz dort oben auf dem... Wartet. Habt ihr das gehört? Es kam von da drüben. Räuber, wenn wir doch nur über diesen Bach kämen. Warum benutzt ihr nicht euren Bogen oder den Blitzzauber, den euch der Gildenmeister beigebracht hat? Ich heile eure Verletzungen. Kann ihn nicht anvisieren, ne? Wo schießt der hin zum Geier? Okay, wenigstens treffe ich die Gegner. Geschafft! Die haben vielleicht dumm aus der Wäsche geschaut.
Wenn das der Gildenmeister erfährt. Guck dir dieses Schwert an. Überdimensional. Und das war's jetzt schon. Jetzt würde ich halt gern darüber gehen und es einsammeln, ne? Was die vielleicht verloren haben. Aber das geht anscheinend noch nicht. Gehen wir mal zurück. Whisper echt gezeigt. Ja, ich hätte halt gern hier noch den Vergesst nicht, Bogen. Ihr könnt wiederkommen und eine 1 plus versuchen. Ja. Okay, das sehen wir im nächsten Part. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Bis dahin. Bye-bye.